SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Bitwi von den Shisha-Warentestern begrüßt euch zum nächsten Moloko-Review, Freunde. Es gibt ja zwei Sorten, die Moloko rausgebracht hat. Letzte Woche habe ich ja schon den Green vorgestellt, also die Standardsorte. Und in diesem Video geht's jetzt um den Red. Und der Red ist, ja, wie soll es auch anders sein, natürlich der mit Cranberry. Und den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich zeige euch jetzt mal die OVP, dass wir das Licht zurechtrücken. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir auch Moloko Red dran stehen. Und wenn wir das Ganze mal aufmachen, haben wir hier den Tabak drin. Der ist genauso wie der Green, vollkommen in Ordnung. Schnitt ist super, eingezogen ist das Ganze ebenfalls ganz gut. Und wir bekommen hier 200 Gramm für 17,90 Euro. Genau, und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Ich habe natürlich auch passend das Getränk am Start, von dem das Ganze natürlich kommt. Und zwar Moloko Cranberry. Und den werden wir natürlich auch gegentesten, ob es denn eine Ähnlichkeit hat oder ob eher das Getränk oder der Tabak sogar besser ist. Ja? Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Jetzt werden wir erstmal die Geruchprobe machen, Freunde. Natürlich Getränk und Tabak. Einmal die Dose aufmachen und einmal diese Dose aufmachen. Gebaut habe ich das Ganze übrigens natürlich im besten Setup der Welt, also Saphir Squeeze Number 9. Carrot Lotus 1 Plus ist drauf, zwei Fumari-Kohlen habe ich drinnen und Magnum Industry-Pfeife am Start für euch. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt so schmeckt. Erstmal geruchlich. Was soll drin sein? Cranberry, Kirschblüten und Ingwer ist drinnen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an das letzte Video. Der Ingwer war beim Green schon sehr, sehr penetrant. Schauen wir mal, wie es bei dem jetzt so ist. Geruchlich muss ich sagen, erinnert er auf jeden Fall auch an den Green wieder. Der hat so die typische Note, aber es dominiert hier natürlich was Fruchtiges. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall diese Cranberry-Note, also diese Bärennote ist da drinnen. Aber es ist nicht so die typische Kirschnote, Erdbeer, Himbeer oder sonstiges, sondern eher schon ein bisschen leichte Kirschnote und eben aber diese Cranberry, finde ich, ist schon gut rauszuriechen, also diese Bärennote. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker. Schauen wir mal, was die Dose sagt. Da kommt fast kein Geruch raus. Ganz, ganz dezent. Also der Tabak riecht auf jeden Fall 100-mal geiler wie das Getränk. Was soll drin sein? Erfrischungsgetränk Cranberry mit dem Geschmack nach Kirschblüte und Ingwer. Genau, das soll drin sein, Freunde. Ich bin gespannt. Machen wir mal einen Zug. Qualmt auf jeden Fall wie Hulle, läuft sehr, sehr gut im SBT-Setup, da kann ich gar nicht meckern. Und geschmacklich ist das Ganze, finde ich, noch besser wie der Green, weil ich bin einfach der Freund von ein bisschen bärigen Noten noch, mit ein bisschen fruchtigen Sachen drinnen. Und deswegen finde ich die Mischung aus beidem, ja, sehr, sehr gelungen. Und deswegen muss ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Tabak. Und ich finde auch hier ist die Ingwernote nicht so stark wie beim Green. Also hier ist es, auch wenn ich mehr Züge hintereinander nehme, nicht so, dass es irgendwann mal scharf im Rachen wird und ich husten muss oder es kratzig wirkt. Das ist hier jetzt so gut wie gar nicht der Fall. Das war ja beim Green immer das Problem. Ich weiß nicht, wie es ihr so aufgefasst habt. Ich habe mal gelesen, die einen haben mir zugestimmt, die anderen sagen, die haben überhaupt keinen Ingwer-Geschmack drinnen, von der Stärke her. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr es beim Red so empfindet. Ja, also geschmacklich muss ich sagen, sehr, sehr lecker. Ich finde, diese typische Moloko-Note ist wieder mit drinnen. Aber im Vordergrund ganz klar, diese Cranberry-Kirsch-Mischung, sage ich jetzt mal, ist hier doch stärker rauszuschmecken, so wie es auch sein soll. Genauso wie es im Geruch eben ist. Da habe ich ja auch diese Kirschnote und diese Cranberry-Note vorne mit drinnen. Dass es jetzt 1:1 Cranberry sein soll, das würde ich nicht rausschmecken, klar, aber wenn man sich vorstellen kann und weiß, was drin ist, dann tut man sich da natürlich erheblich leichter. Und ich finde, der Geschmack ist sehr intensiv, sehr lecker und wirklich super getroffen. Also den würde ich gar nicht verändern. Also den würde ich genauso lassen, wie er jetzt ist, weil der schmeckt mir einfach nur perfekt. Ja? Beim Green, wie gesagt, die Ingwernote ein bisschen zurückschrauben. Aber hier, muss ich sagen, passt es wirklich sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze im Vergleich zum Originalgetränk so ist. Thank you.
Schon nah dran. Das Witzige ist, ich finde im Getränk kommt diese Cranberry und Kirsch-Konstellation nicht ganz so intensiv rüber wie beim Tabak. Es schmeckt saugeil. Ich liebe beide Molokko-Getränke. Aber ich finde, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Getränk oder Tabak, würde ich ganz klar den Tabak wählen, weil der einfach noch intensiver schmeckt und ein bisschen länger auch im Mund bleibt, finde ich. Also eine richtig, richtig geile Note kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf dem Molokko, was das Getränk angeht, in dem Fall den Red, den Cranberry, steht, dann ist der Tabak genau das Richtige für euch. Also da muss ich nochmal einen Zug machen, ist richtig, richtig gut. Hammer. So muss sein, wirklich klasse. An dem würde ich nichts mehr ändern, wie schon gesagt, geht auf jeden Fall klar. Preislich habe ich schon gesagt, 200 Gramm 17,90 Euro, ist auch in Ordnung. 1 Euro mehr wie meine Schmerzgrenze bei Pro und deswegen werdet ihr auch gleich in der Pro- und Kontraliste natürlich merken, dass der Preis nicht bei Pro sein wird. Und zu der kommen wir jetzt, Freunde. Hätten wir bei Pro den Schnitt sowie die Feuchtigkeit, das Mischungsverhältnis ist auch super, Geschmack, wie gesagt, finde ich richtig gut, die Intensität auch genau richtig und die Rauchentwicklung, was natürlich auch Setup-abhängig ist, aber am Tabak liegt es definitiv nicht, wenn ihr zu Hause keine gute Rauchentwicklung hinbekommt. Und natürlich dann logischerweise bei Neutral, weil 16,90 meine Schmerzgrenze bei Pro ist und der kostet 1 Euro mehr, sprich 17,90 ist der Preis bei Neutral angesiedelt, aber bei Contra gibt es definitiv nichts für euch. Und ja, wie findet ihr so den Red? Findet ihr den besser wie den Green, so wie ich? Also ich kann ja den Red auch mehr empfehlen wie den Green. Der Green war auch nicht schlecht, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich ganz klar den Red wählen. Oder habt ihr eine andere Empfehlung? Gibt es sogar noch einen, der besser schmeckt wie der Molokko Red? Einfach mal reinschreiben, es gibt ja genügend Alternativen. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie euch die beiden Molokko-Sorten so schmecken. Und ja, dann wäre es das für heute, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht direkt hier bei mir. Zum letzten Video geht es bei der Makro und Shisha. Und in der Mitte geht es zum SWD-Partner-Shop-Link. Dann sage ich danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer B2B und Servus.